Weiter geht es. Wir wollen jetzt mal weiter hier den Würfel erkundigen. Erkunden. So, warte mal. Berühre sie nacheinander. Die Vergangenheit sucht die Gegenwart heim, wie die Bestrafung den Sünder. Die Zukunft wird auseinanderbrechen, als stürze der Himmel ein. Bitte, schließe dich mir an, Nineveh. Arkesias Schicksal. Es ist nicht an uns, es zu entscheiden. Wenn du das wirklich durchziehen willst, ist es meine Pflicht, dich aufzuhalten. Tut mir leid, Nineveh. Das ist nicht das erste Mal, dass du mich aufhalten willst. Oh. Ein Jammer. Nein. Hat er sie jetzt einfach getötet? Wiedergabe der Erkundungsaufzeichnung der möglichen Realität 67005985. Mehrere Verbindungen erkannt. Kontrolle wird auf eine Entität zurückgesetzt. Willkommen im Würfel. Wach auf, Lauriel. Oh. Okay, jetzt. Okay, sprich mit Alecto, erkunde den Würfel. Wach auf, Lauriel. Ich kann nicht glauben, dass du einfach so einschläfst. Erinnerst du dich an mich, Alecto? Nineveh schickt mich. Sie will, dass du zum Palast kommst. Bin ich zu Lauriel geworden? Wie geht das hier? Ich begehe mich sofort zum Platz. Was? Wovon redest du? Du bist Lauriel, wer sollst du sonst sein? Bist du eingeschlafen, weil Algarcia heutzutage so friedlich und ruhig ist? Schluss mit den Späßen. Schnell, geh dorthin. Nineveh wartet auf dich, Lauriel. Ich bin Tavallero. Tavallero? Wovon redest du? Was ist das für ein komischer Name? Klingt nicht wie ein Larsenik-Name. Bist du eingeschlafen, weil Algarcia auch so friedlich... Ja, hatten wir gerade schon. Das ist wie eine Späßen. Wie geht es dir? Wer? Nineveh? Nun, es geht dir gut. Sie kümmert sich um den Hestera-Garten und hilft allen Larsenit, wie sie es immer tut. Aber ich sah, wie sie von Lauriel erstochen wurde. Was?
Lauriel, du hast Nineve erstochen? Ja. Das kennen wir schon. Ich begebe mich sofort zum Platz. Nineve wird auf dem Platz warten. Och, was geht denn jetzt hier ab? Wo bin ich? Lauriel? So kannst du nichts erreichen. Ich muss dich aufhalten. Okay, das ist doch die Nineve, auf die gerade er gestochen hat, der Lauriel. Ich muss dich um jeden Preis aufhalten. Ich bin Tavalero. Tavalero? Aber so wie du aussiehst, dieses Gefühl, bist du ein Tavalero? Du siehst eindeutig anders aus. Aber wie ist das geschehen? Warum siehst du aus wie Lauriel? Uff. Ja, das frage ich mich jetzt allerdings auch. Es tut weh. Ich danke dir. Diese Schiffsrolle hat jeglichen Schmerz gelindert. Lass mich dir hochhelfen. Wenn du nicht hierher gekommen wärst, hätte ich... Warum hat Lauriel diese Entscheidung getroffen? Läutere Akisia. Und es begab sich so. Lauriel hat wirklich Diogenes. Wir alle haben Lauriel vertraut. Warum hat er sich für diesen Pfad entschieden? Schon gut. Hände weg. Tut mir leid. Es ist dein Aussehen. Ich bin es nicht gewohnt, dich so zu sehen. Aber warum wirst du zu Lauriel, Tavalero? Das frage ich mich auch. Und... Was ist das für ein Ort? Er sieht aus wie Eleonor, aber fühlt sich anders an. Als ich hier ankam, hörte ich eine seltsame Stimme. Eine Stimme, richtig. Sie sagte, wir würden zum Würfel gehen. Ich bin mir sicher, dass Lauriel sagte, dass der Würfel der Hal Zeit und Raum durchqueren könnte. Was soll das überhaupt bedeuten? Und warum ist Lauriel eigentlich hierher gekommen? Wir brauchen mehr Informationen. Sehen wir uns um. Wo bin ich? Bin ich noch in Elgazia? Nun, es ist friedlich hier. Ah, Lauriel! Hallo! Der Himmel ist heute so klar. Das muss ein Segen des Lichts sein. Schau, Nineve gab mir diese Blume. Reden die da über mich? Jeder einzelne Tag für uns, Lasenik. Ich bin dankbar, dass Regulus über uns wacht. Nichts Außergewöhnliches zu melden. Ein weiterer friedlicher Tag in Elgazia. Lauriel, da bist du ja. Ich habe den Phylanthos-Berg ausgekundschaftet. Alles ist ruhig und friedlich an den ewigen Klippen. Anscheinend hast du die richtige Entscheidung getroffen. Die richtige Entscheidung? Hast du das bereits vergessen, nicht an diesem Krieg teilzunehmen? Auch wenn Oberflächenbewohner um Hilfe gebeten haben, es war richtig, ihnen nicht zu helfen. Sie wissen mit dem Chaos, dass sie geschaffen haben, selbst fertig werden. Aber dieser Lutera, der macht mir etwas Sorgen. Lutera? Ja, wir trafen ihn mit Nineve. Ich weiß aber nicht, wie er das Portal von Elgazia öffnete. Ich wusste nicht, dass Leute vom Boden um Hilfe bitten würden. Nun, ja, da das Portal von Elgazia nun geschlossen ist, werden wir solchen Leuten nicht mehr begegnen. Da wir gerade davon sprechen, Nineve, hast du sie getroffen? Sie scheint nach dir zu suchen.
Sie ist direkt neben mir. Ich werde mit ihr reden. Das ist gut. Gib dir wie eine Einweisung zum Spielen, wenn du sie triffst. Tiennis! Ich glaube, Tiennis sieht mich nicht. Merkwürdig. Möchtest du nachher zum großen Tempel gehen, Nineveh? Da ist sie ja. Ich habe mich genug umgesehen. Auf geht's! Alles. Okay. Lauriel, du hast gewiss mit Alecto geredet. Der Garten ist so friedlich wie immer. Ich habe soeben Wartungsarbeiten in den Randgebieten durchgeführt. Es gibt zwei Ninevehs. Sprichst du vom Herzogarten? War alles in Ordnung? Natürlich. In Algarse geschieht nichts Böses. Die Wartung hat auch viel Zeit beansprucht. Dionys hat mir geholfen. Dionys wurde ja nicht ermordet. Es ist seltsam, darüber Witze zu machen. Hattest du einen Albtraum? Ah, da fällt mir ein, Dionys wollte mit dir sprechen. Er denkt, dass sich auf der Oberfläche Ärger anbahnt. Ärger? Er sagte, er sah einen riesigen Keil aus dem Boden ragen. Ich nehme an, es ist nichts Ernstes. Algarse ist sicher, solange wir hier sind. Gehst du nicht runter? Ich? Warum sollte ich zur Oberfläche gehen? Ich war noch nie auf der Oberfläche. Laurel, hast du nicht es selbst gesagt, die Larsen müssen Algarse hier beschützen? Ich denke manchmal darüber nach. Dieser Lutera, er wollte unbedingt unsere Hilfe. Aber selbst wenn die Oberfläche von Dunkelheit überzogen wird, wir müssen über Algarse wachen. Den Ort, der regellos heilig ist als alle anderen. Das ist unsere Pflicht. Wir müssen den Leuten auf dem Boden helfen. Was ist mit den anderen Schwertern der Larsenit? Die Larsenit werden auf ewig im Licht bleiben. Eine Möglichkeit, den Oberflächenbewohnern zu helfen? Aber unser Kontakt zur Oberfläche ist seit langer Zeit abgebrochen. Lutera, nachzuurteilen, werden die Dämonen immer stärker. Selbst die Soldaten von Algarsia, so gut sie auch sind, wären in großer Gefahr, wenn sie an diesem Krieg teilnehmen würden. Es bräuchte wirklich ein Schwert der Larsenit, um etwas zu bewirken. Doch wir alle haben geschworen, Algarsia zu beschützen. Lauriel, manchmal glaube ich, dass deine größte Schwäche dein Herz ist. Du sorgst dich sogar um die Oberflächenbewohner. Es ist okay, wir schaffen das schon. Das ist nicht unser Kampf. Wir sollten auf dem Boden helfen, was ist mit den anderen schönen Lasenit? Lasenit werden auf ewig nicht bleiben. Okay, das... Ja, na, da hätten wir jetzt schon... Das habe ich dir schon einmal gesagt. Das hast du entschieden, Lauriel. Wir haben die Verbindungsoberfläche schon vor langer Zeit abgebrochen und in jeder Situation, in der jetzigen Situation, könnte so etwas für ein Schwetter lassen, etwas bewirken. Machst du dir Sorgen um mich? Mir geht's gut, wirklich. Alle arbeiten hart daran, Algarse zu schützen. Wir schaffen das schon. Wir müssen nur diesen Frieden so lange wie möglich schützen. Genau, wir müssen dem Pfad folgen, den Regulus für uns vorsieht. Das ist der einzige Sinn unserer Existenz. Die Jugendes sagte, er sorge sich um den Keil des Chaos, der im Boden steckt. Aber das sollte für uns kein Problem sein. Keine Chance. Kann das nicht fassen. Bin ich das? Aber ich kann mich nicht daran erinnern,
je eine solche Unterhaltung mit Lauriel gehabt zu haben. Ist das wirklich Eleonor? Aber es fühlt sich so anders an. Über Lutera. Lutera kam mit uns vor 500 Jahren nach Elgarcia, um den Schlüssel zu finden. Aber ich bin sicher, dass ich zur Oberfläche hinabgestiegen bin, um ihm zu helfen. Lauriel gab seine Erlaubnis. Was ist los? Dass ich aus dieser Realität ist nie zur Oberfläche gegangen? Naja, ist doch eine mögliche Realität, ne? Das kann nicht sein. Das kann nur bedeuten, dass Kasaros mächtiger wird. Was ist das für ein Geräusch aus dem Himmel? Was? Hm? Hast du den Donner gerade gehört? Der Himmel sieht seltsam aus. Der Wind zittert und auch die Menschen sind angespannt. Sehen wir da drüben nach. Da ist eine mögliche Realität, ne? Ein Beben. Die Erde zittert. Was ist hier los? Da drüben, was ist denn da drüben los? Der Himmel färbt sich rot. Regulus! Was ist das? Was ist hier los? Oma, ich habe Angst! Schwarze Flügel! Kasaros! Du weißt, du hättest Lauriel aufhalten können. Wiedergabe der Erkundungsaufzeichnung der möglichen Realität 5314552113. Kausalitätszurücksetzung beendet. Spiele eine Dimension mit 9 Möglichkeiten. Wach auf, Lauriel! Und wieder. Dunkle Energie ist in Eleonor eingedrungen. Prunia erwartet dort drüben. Du musst dich beeilen. Okay, was habe ich jetzt hier für eine... Gut. Was war das gerade? Was war das? Ich traf Lauriel. Da war ein weiteres Ich, ein roter Himmel und schwarze Flügel. Kasaros ist erschienen. Schon gut. Ninive erlangt ihre Beherrschung zurück. Tut mir leid. Ich war von dem, was ich sah, so schockiert. Schwarze Flügel im roten Himmel. Das war ein Rotmond, den die Dämonen erschaffen haben. Und Kasaros hat endlich seine wahre Macht offenbart. Wo sind wir? Es ist seltsam. Es fühlt sich alles so echt an. Es konnte keine Illusion sein. Das Gefühl, dass alles zerstört wird. Dimensionen der Möglichkeiten. Ja, ich hörte es auch. Dimensionen der Möglichkeiten. Also was wir gesehen haben, war... was geschehen wäre, wenn ich nicht zum Boden herabgestiegen wäre. Der Fall von Elgarcia. Erzählen wir von Kasaros. In der Vergangenheit, als wir Kasaros bekämpften, sah ich,
wie sich Kasos Macht nach Arkesia ausbreitete, und zwar in der Form von schwarzen Flügeln. Hätte Lutera die Arche nicht aktiviert, hätten wir keine Möglichkeit gehabt, es aufzuhalten. Genau wie in der Dimension der Möglichkeiten, die wir gerade gesehen haben. Wir müssen hier raus. Ja, du hast recht. Was du gerade gesehen hast, war nicht real. Ich nahm damals am Ouroboros-Krieg teil. Wir stoppten Kersos gemeinsam. Mein anderes Ich sagte, dass Lauriel das Portal nach Elgarza geschlossen hätte. Die Möglichkeit, die diese Entscheidung erschuf. Glaubst du, Lauriel hat diese Dinge im Würfel gesehen? Sehen wir es uns auch an. Die Luft fühlt sich irgendwie anders an. Was ist das für eine dunkle Energie? Iriona wird angegriffen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Iriona überrollt von solch einer Macht. Im Inneren sind immer noch Unschuldige gefangen. Wir müssen die dunkle Energie zurückdrängen. Erläuterung. Elgarzia wird überfallen. Das darf nicht wahr sein. Du bist hier, Lauriel. Hilf mir! Ich habe Angst. Lauriel. Die dunkle Energie kommt immer näher. Hast du uns verlassen? Die Dämonen greifen an. Regulus. Runia kommandiert die Soldaten da drüben. Lauriel. Runia verbeugt sich aus Höflichkeit. Nachdem sich die dunkle Energie ausbreitete, drangen die Dämonen in endlosen Schwärmen ein. Wir haben unsere Truppen an der Front in Stellung gebracht, wie du es befohlen hast, aber wir werden zurückgedrängt. Wir müssen einen anderen Weg finden. Die Schwerter der Lasene sollten ihre Kräfte bündeln. Wir müssen den Boden um Hilfe bitten. Holen wir die Sternboten von Europa 1 an. Nein, die war 3. Sternboten? Wirklich? Ich hörte, auf der Oberfläche gäbe es Riesennamen Sternboten, aber wer von ihnen kann uns wirklich helfen? Sie sind nur zu 6. Mit so wenigen scheinen sie schon Probleme mit den Dämonen auf der Oberfläche zu haben. Es gibt 6 Sternboten? Ja, ich hörte, es gäbe 6. Ninive ist eine von ihnen. Warum gibt es nur 6 Sternboten? Glaube, es tut mir leid, aber jetzt ist nicht der richtige Moment, an die Oberflächenbewohner zu denken. Unsere Heimat Elgarzia ist in Gefahr. Zuerst werde ich nach Hilfe suchen, wie du es mir befahlst. Auch wenn es kein Schwert der Lasenit irgendjemand kann. Kein Schwert der Lasenit ist, irgendjemand kann vielleicht in dieser Situation helfen. Punia ist an meiner Stelle da. Ich bin wie in unserer Realität auf die Oberfläche gegangen. Aber hier etwas ist anders. Es gibt nur 6 Sternbrücken. Wer von den 7 fehlt. Das ist nicht mit Elgarzia geschehen, weil einer fehlte. Ich muss die anderen treffen. Gehen wir hinein. Zu viele von uns sind gestorben. Das sind... einfach zu viele! Das ist zu viel. Lauriel. Die Lage ist schlimm. Jurelis und seine Truppen begaben sich dorthin, wo die verdächtige Energie eindrang. Aber wir haben jeglichen Kontakt verloren. Wir kämpfen so gut wir können, aber wir verlieren. Wir müssen Nineveh rufen. Sie kämpft auf dem Boden. Sie hilft den Sternboten, aber die Dämonen breiten sich immer weiter aus.
Ich denke, ich komme an meine Grenzen, wenn ich noch mehr Dunkelheit aushalten soll. Zuerst sollten wir uns mit Jennis treffen. Die Situation ist übel, aber vielleicht gibt es einen Weg. Die Mission ist fehlgeschlagen. Wir wurden entdeckt. Warum kann ich jetzt alles gar nicht gehen? O Regulus, bitte wache über mich, wenn ich zurückkehre in deinen Schoß. O Regulus, warum hast du uns verlassen? Warum hast du dem Chaos in Arkesia tatenlos zugesehen? Wir haben uns geirrt, Lauriel. Arkesia braucht Kadan. Lauriel, ich habe keine Angst, für diese Welt zu sterben. Du gabst alles. Wiedergabe der Erkundungsaufzeichnung der möglichen Realität 1, 5. Kausalitätszurücksetzung beendet. Spiele eine Dimension mit 9 Möglichkeiten. Oh, und wieder das Ganze von vorne. Wach auf, Lauriel! Du kannst hier nicht alleine bleiben. Alecto wartet schon seit vorhin auf dich. Und nicht nur ich, sondern auch die anderen warten schon verzweifelt auf dich. Wer wartet diesmal auf mich? Wovon redest du? Natürlich warten alle auf dich. Dann, wann ist das? Jetzt gleich. Warum fragst du das? Ah, ich weiß. Du versuchst mich wieder wie ein Kind zu behandeln. Dann erinnere ich mich gut, dass es die 200 Nacht seit Lauriel fortging. Seit seinem Aufbruch zu Regulus. Deshalb warten wir alle beim großen Tempel. Hey, ich werde gehen und Bescheid sagen. Lauriel ist endlich von seinem Treffen mit Regulus zurück. Ich gehe schon. Regulus! Ninibi wiederholt gedankvoll und den Namen. Das habe ich schon mal gehört, vor langer Zeit, als die Götter uns noch nicht verlassen hatten. Lauriel traf Regulus selbst und hörte seine Stimme. Wir sind in der fernen Vergangenheit. Tablero, du bist noch immer du selbst, oder? Warum siehst du immer wie Lauriel aus? Weil ich mir ansehe, was Lauriel gesehen hat. Ja, wir sehen dasselbe, was Lauriel auch sah. Als wir ohne Vorwarnung vernichtet wurden. Als ich nicht in den Ouroboros-Krieg gezogen bin. Als wir versagten und verloren, sogar als ich eingriff und kämpfte. Lauriel hat alles im Würfel gesehen. Hat er deshalb diese Wahl getroffen? Aber Regulus hätte so etwas nie erlaubt. Warum tat er es, ohne es uns zu sagen? Warum? Finden wir den Grund heraus. Ja. Ich glaube, dieser Ort wird mit irgendeiner Macht betrieben.
Wenn wir die Machtquelle finden, können wir entkommen. Auch wenn dies die Vergangenheit ist, fühlt es sich an wie Eronor. Sehen wir uns um. Das ist Elgazia in der Vergangenheit. Gut, ich beende jetzt hier erstmal den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen ab und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.